Hey Leute, in diesem Video geht es nicht um den Roller, es ist meiner. Ich habe gerade zufälligerweise zwei Auspuffe da, ein SC12 und ein SM02. Ich will ihn mal vergleichen, ein bisschen durchmessen, ausprobieren. Den interessiert, sollte dranbleiben, alle anderen, wird ein langweiliges Video. So, hier haben wir den ersten Patienten schon auf dem Tisch liegen. Ich will erstmal durch. Warte mal. Ich muss erstmal schauen. Ja, okay, das ist der SC12. Hier. Man sieht es, wie gesagt, das sind jetzt Infos wirklich nur ganz spezifisch für die Leute, die es brauchen. Der war an meinem SKR 125 drauf. Ich weiß nicht, ob der Serie ist. Ich gehe einfach davon aus, dass der serienmäßig da drauf gehört. Weil in so großen Zeit, ich habe ihn ja auch gebraucht gekauft, weiß man ja nie, wer schon daran rumgemurkst hat oder rumgebastelt hat. Als erstes mal hinten den Auslass. Da haben wir. Moment. Bei mir sind es ungefähr 17, also ganz grob 17 mm. Ja, mehr wird es nicht, vielleicht 17,5. Und vorne, hier. Da haben wir, ich weiß nicht, hier seht ihr es, 35 mm. Ja. Und jetzt versuche ich mal mit der Endoskopkamera da reinzukommen. Ich weiß nicht, ob es hinhaut, wir werden es gleich sehen, aber ich freue mich schon drauf. Das Ding geht echt tief rein. Also fast bis zum Ende. Krass, hätte ich nicht gedacht. Jetzt mal von der anderen Seite. Und wir da was entdecken. Ja.
Geht auch ein Stück rein. Krass. Okay, hier ist der nächste Kandidat. Es ist ein, ich zeige es euch, Moment. Hier. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Ein SM02. Messen wir auch mal kurz von außen durch. Hier das Heckhard. Oh, seht ihr das überhaupt? Und so. Hinten hat es einen Auslass von, was ist das? 17? Ich glaube, oh, ich weiß gerade gar nicht, aber ich glaube, der andere hatte auch 17. Und hier die Öffnung vorne. Moment. Haben wir. Vierunddreißig. Das Ganze. Also da drin ist ein Rohr im Rohr. Das innere Rohr hat 34 und das äußere hat 39. Keine Ahnung, warum das so ist. War beim anderen aber nicht so. Das ist schon mal ein Unterschied auf jeden Fall. Rein optisch sehen die echt glitzegleich aus. So, das ist jetzt dann der SM02. Da komme ich gar nicht weiter als so, das ist da so eine Prallwand. Schauen wir mal, wie wir von hier reinkommen. Oh. Ja, da kommen wir schon. Hä? Kommen wir hier schon fast bis zum Ende? Tatsache. Das war auch schon das ganze Video, nur ganz kurz und knapp für die Leute, die, ja, die genau diese Info gebraucht haben, weil da gibt es ja so viele Unterschiede, jeder hat eine andere Meinung. Ich bin jetzt den SC12 an meinem 125er Piaggio SKR gefahren. Fährt sich super, fährt sich richtig, richtig, richtig gut. Ich werde jetzt noch den SM02 fertig machen, ausprobieren und irgendwann mal später kann ich euch dann auch berichten, wie sich der SM02 im Vergleich zum SC12 verhält. Das sind ja immer so ja, Infos. Die brauchen nur ganz, ganz wenige von euch, aber die, die sie brauchen, die sind dann glücklich darüber. Und ich sag euch ja immer, ihr braucht nicht liken, ihr braucht nicht abonnieren. Nehmt einfach die Info, die ihr braucht, nehmt sie raus, es gibt bis zu dem Punkt, den ihr braucht, das, was euch interessiert, und dann wieder weg, einfach weiter. Weil genau so mache ich das auch. Und ich finde ich vollkommen in Ordnung so. Das war's. Wenn ihr noch Fragen, Ideen, Anregungen habt, einfach in die Kommentare rein oder aber bei Instagram, Rocky Roller Doktor. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!
Für die, die noch nicht abgeschaltet haben. Vielleicht sehen wir uns sogar schon am Sonntag in einem Livestream. Vielleicht. Man weiß es noch nicht. Wenn es einen Livestream geben wird, dann natürlich gegen abends irgendwann mal so, ich hätte gesagt 18, 19, 20 Uhr. Wie gesagt, ich mache das dann spontan. Wenn es klappt, klappt. Wenn nicht, dann nicht. Aber ansonsten, ich freue mich schon drauf, wenn es klappt. Ciao.